Herzlich willkommen, Matthias Schrader. Matthias, wir haben uns in den letzten Folgen auch mal mit service-dominanter Logik beschäftigt. Wir haben das Thema nur gestreift, aber ich würde das gerne heute noch mal ein bisschen vertiefen. Was steckt dahinter? Warum ist das wichtig? Ja, also vielleicht erstmal zur Begriffsklärung. Das Konzept der service-dominanten Logik ist ein Konzept, was zwei Wirtschaftswissenschaftler vor rund 10 Jahren, so in den 2003er, 2004er Jahren, entwickelt haben und bis heute weiterentwickelt haben. Vago und Lusch heißen die beiden. Und dieses Konzept hat eigentlich den Verdienst, den Fokus wieder stärker von der güterzentrierten Logik auf eine dienstleistungsfokussierte Logik zu bringen in den Betriebswirtschaften. Und wenn man sich mit den Konzepten dieser SDL, dieser service-dominanten Logik, mal beschäftigt, dann habe ich festgestellt, dass es sehr passend eigentlich das beschreibt und nochmal verstärkend beschreibt, was wir im Digitalen halt erleben, nämlich dass das Dienstleistungs oder der Dienstleistungsanteil eigentlich in einer gesamten Produktwertschöpfung eigentlich das wesentliche Phänomen ist. Und was Vago und Lusch vor 10 Jahren gesagt haben, beschrieb das erstmal so in Ansätzen, aber ich glaube, das und noch nicht so explizit das Digitale. Aber ich glaube, dass diese digitalen Überlegungen schon bei der Entwicklung dieser Theorie sehr stark mitschwang. Konkret beschreibt es eigentlich den Effekt, dass man sagt, selbst wenn ich ein physisches Produkt kaufe, ein Auto beispielsweise, was ja ein sehr physisches Produkt ist, dass der Wert dieses Autos eigentlich gar nicht in den Atomen verortet ist, sondern eigentlich an dem Gebrauchswert. Vago und Lusch nennen das den Value in Use, ich komme nochmal später drauf zurück. Und auf der anderen Seite, dass das, was ein Autohersteller macht, am Ende des Tages auch keine Güterproduktion ist, sondern ein Dienstleistungsprodukt ist. Also ein Automobilhersteller organisiert im Grunde genommen als Dienstleistung die Produktion eines Autos mit den Zulieferern, mit dem Designprozess, mit der Konfiguration des Autos, der Zusammenstellung letztendlich halt der Teile, mit dem Zusammenfügen, mit dem Verkaufen auch des Fahrzeugs. All das sind alles Dienstleistungsvorgänge. Und am Ende des Tages ist das, was das Produkt nachher ausmacht. Ein Dienstleistungsprodukt, wo zufälligerweise ein physisches Produkt halt herauskommt, aber gar nicht notwendigerweise herauskommen muss. Wie man ja auch in den Carsharing-Diensten sieht, kann ja selbst auch das endgültige Produkt wieder eine Dienstleistung sein. Und deshalb dieser Fokus sozusagen auf eigentlich den Dienstleistungsanteil, den Serviceanteil und nicht auf die Welt der Atome. Und das beschreibt eigentlich, wenn man das so in einzelnen Beispielen mal durch digitale Geschäftsmodelle durchgeht, haben Vago und Lusch 2004 eigentlich das vorweggenommen, was wir später als Plattformökonomie oder Sharing Economy bezeichnet haben. Das heißt, das betrifft sowohl die Herstellungsseite als auch dann die Nutzungsseite oder die Seite des Konsumenten. So kann man das sagen. Also das Konzept der Co-Creation besagt im Grunde genommen, dass der Wert eines Gegenstandes oder eines Produktes eigentlich erst nicht zu denken ist, ohne den Nutzer oder in der alten Sprache den Konsumenten mit einzubeziehen. Und beim Auto ist das, wird einem das ja relativ schnell klar, dass der Wert eines Autos natürlich ganz stark davon abhängig ist, ob ich dieses Auto eigentlich nutzen kann. Ne? Also wenn ich keine Möglichkeit habe, das Auto zu nutzen, weil ich beispielsweise keinen Führerschein habe, dann stellt dieses Auto keinen Nutzwert für mich dar. Wenn ich in einer Gegend auf der Welt lebe, wo es halt sehr gefährlich ist, mit Autos zu fahren, aus verschiedensten Gründen, dann ist das Auto eigentlich auch nutzlos, sei denn es ist gepanzert oder es hat Schneeketten, wenn ich keine asphaltierten Straßen habe und irgendwo auf dem Süd- oder Nordpol bist und so weiter und so fort. Also es hängt immer davon ab, sozusagen dieser Wert eines Produktes von seiner Nutzbarkeit. Und wenn wir das jetzt explorieren auf die digitale Welt,
dann, und auf die Plattform, dann sehen wir ja, dass der Wert zu einem ganz großen Teil ja sogar von den Nutzern halt generiert wird. Wir sprechen ja von User-Generated Content. Also was ist das eigentliche Facebook-Produkt eigentlich ohne den Inhalt der User oder von Medienunternehmen, die diesen Content da reinbringen? Also der Wert von Facebook ist ja ohne die Co-Creation, also die Einbringung letztendlich halt des Nutzers halt gar nicht zu denken. Und Vago und Lusch haben das machen darauf Aufmerksamkeit, dass dieser Effekt eigentlich schon immer da war, aber bloß nie so explizit, wie es heute ist. Also wenn wir uns halt heute in der Pre-Internet-Welt uns Konzepte wie IKEA beispielsweise anschauen, dann ist auch das IKEA-Geschäftsmodell ohne die Einbringung letztendlich halt des Nutzers überhaupt nicht zu denken. Ja, also wenn ich ein Regal kaufe und lasse mir das halt von IKEA mit einem Kurierdienst nach Hause schicken und aufbauen, ist ja dieser Dienstleistungsanteil viel teurer als das eigentliche physische, was ich dort im IKEA-Store sozusagen kaufe. Auch dort habe ich ja dieses Co-Creation-Thema. Du hattest eben gerade schon mal angesprochen, die Digitalisierung, die ja da auch schon im Grunde mit dem Hintergrund stand bei der Entwicklung der Service-Logik. Es gibt ja diesen berühmten Satz von Mark and Reason, Software is eating the world. Wenn wir über digitale Produkte reden, dann sprechen wir in erster Linie über Software und nicht so sehr über Hardware. Also wir sprechen über Bits, nicht über Atome. Vielleicht kann man da mal genauer zu fassen kriegen, was sich dadurch eigentlich verändert, durch diesen Shift vom Physischen zum Digitalen. Ja, also wenn man das in der service-dominanten Logik-Sprache beschreiben würde, dann beschreibt es eigentlich, dass Software eats the world nur eigentlich ein Aspekt ist dessen, dass der Dienstleistungsanteil und der Serviceanteil eigentlich an dem Produkt der entscheidende ist und nicht das Physische. Das Physische, so schreiben es auch Vago und Lusch, ist eigentlich, also die Welt der Atome ist eigentlich nur ein Proxy, ein Hilfsmittel sozusagen, um die Dienstleistung zu verpacken und wie so ein Token, den man einfach weitergibt, damit man sieht, die Dienstleistung hat jetzt den Besitzer quasi gewechselt. Ja? Und so kann man sich das im Grunde genommen dort halt auch vorstellen. Also wie ein Autoschlüssel sozusagen, den ich übergebe und sage, so, das ist jetzt, damit hast du jetzt das Auto. Genau, aber das Entscheidende letztendlich halt ist halt der Anteil sozusagen, der nicht in den Atomen hängt. Ja. Wir reden ja grundsätzlich über die digitalen Blockbuster-Produkte, Transformational Products und die Frage, wie die eigentlich beschaffen sein müssen. Du hattest eben auch schon das Stichwort Sharing Economy angesprochen. Ist das eigentlich so ein 1:1, eine 1:1 Beziehung? Also ist jedes Transformational Product auch Teil der Sharing Economy oder ist das oder wie ist das Verhältnis zwischen diesen beiden Konzepten? Ach, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, dass das Thema Sharing Economy ist eigentlich wieder nur ein Aspekt eigentlich dieser gesamten Plattformökonomie, dass ich auf Plattformen alles Mögliche teilen kann. Also wenn ich mir heute in Amazon anschaue, ist auch Amazon in gewisser Weise eine Sharing Economy, weil als Kunde von Amazon share ich im Grunde genommen die gesamte logistische Infrastruktur, die Amazon halt aufgebaut hat. Ob das der Lagerplatz ist, ob es die Lieferantenbeziehungen sind, ob es der Kurierdienst ist, der Same Day anbietet. Wenn ich Cloud-Kunde bin, AWS-Kunde bei Amazon, dann share ich die Hardware-Infrastruktur und die Software-Infrastruktur. Man führt Amazon nicht als klassisches Beispiel für eine Sharing Economy an, da hat man andere Modelle sozusagen im Kopf. Aber das Plattformartige oder in der Plattformökonomie sind halt sehr viele Dinge natürlich drin, die immer geshared werden. Ja, und wenn man sich nochmal sozusagen jetzt das Sharing Economy-Thema anschaut, dann sind, glaube ich, so zwei, drei Aspekte da ja auch immer nochmal ganz interessant. Wir haben uns, glaube ich, mit der Sharing Economy 2010 beschäftigt, 2009 auf der Next. 2009, genau, da hatten wir das Thema Sharing Economy auf der Next. Und wenn wir das nochmal uns anschauen, warum ist das eigentlich gerade im Automobilbereich
so interessant geworden. Ich glaube, wenn man sich heute Marken anschaut, dann haben Marken eigentlich, gibt es zwei große Berechtigungen eigentlich für Marken. Also die eine Berechtigung ist, wenn ich ein Commodity-Produkt habe, also früher hat man das im Deutschen Schüttgut genannt, also was keine Verpackung hatte und lose abgegeben wurde, dann schafft natürlich ein Brand, eine Marke, eine Absenderfunktion und damit Trust. Und diese Funktion von Marken sehen wir auch noch ganz stark im gesamten FMCG-Bereich, im Lebensmittelhandel, im Drogeriebereich und so weiter. Also alles, was FMCG getrieben ist, da haben Marken ihre Berechtigung. Und auf der anderen Seite dort, wo es halt um Abgrenzung geht, um Status, um Luxus. So, das sind so die beiden Pfeiler, glaube ich, die Marken eigentlich oder die Berechtigungskonzepte sind für Brands. So, und im digitalen Bereich kommen beide Säulen dieses Markengebäudes eigentlich unter starken Druck. Das eine ist halt das Thema Status, Abgrenzung, Luxus, weil die Sharing Economy umso besser funktioniert, je mehr Nutzer und je mehr Konsumenten dieses gleiche Produkt halt nutzen. Ja, also ein Beispiel, Car2Go, wenn ich der Einzige bin in meinem Kiez, der ein Car2Go-Kunde bin oder ein Interesse hat für Car2Go, dann habe ich schon mal verloren, weil dann werde ich einfach nicht Vertragsgebiet, weil es nutzt da keiner sozusagen diesen Service. Wenn ich einer von wenigen bin, die in meinem Kiez Car2Go nutzen, dann werde ich vielleicht, gehöre ich vielleicht irgendwann zu einem Vertragsgebiet, aber ich habe immer ein Problem, Car2Go in vernünftiger Zeit zu finden. Ich muss mal 10 Minuten, 15 Minuten bei Regen laufen, blöd. Vielleicht doch wieder mit dem Fahrrad. Wenn auch mein Nachbar Car2Go-Kunde ist und mein nächster Nachbar und mein übernächster Nachbar, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Fahrzeug vor meiner Haustür steht, umso höher. Also da geht es halt dann auch einmal beim Autofahren nicht mehr um Abgrenzung, sondern ich bin froh, weil mein Nachbar sozusagen auch Kunde ist, dieses Service. Und das war vor 10 Jahren, als ich vielleicht noch kein Car2Go genutzt habe, sondern das, wo ich mir immer halt das neueste Modell gekauft habe von meiner Lieblingsmarke. Und weil mein Nachbar sozusagen das gleiche Fahrzeug mit der gleichen Farbe, mit der gleichen Ausstattung eine Woche später gekauft hätte und neben mir geparkt hätte, ich wäre kreuzunglücklich gewesen. Also da funktioniert das Thema Abgrenzung und Status dann auf einmal durch das Thema Sharing Economy nicht mehr. So, und deshalb glaube ich, ist das so ein Riesenkonflikt, den wir auch überall haben zwischen dem althergebrachten, tradierten Marketingverständnis im Sinne von Brandbuilding auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass diese ganzen digitalen Geschäftsmodelle angetrieben über eine Plattformökonomie, Sharing Economy, mit einer service-dominanten Logik angetrieben im Motorraum, eben eine ganz andere Markenlogik eigentlich haben, eben nicht auf Abgrenzung beruhen und nicht das Thema haben der Markierung als Trust-Absender, weil diese Plattform ja, wenn sie denn halt eine gewisse Größe haben, gibt es halt eben links und rechts sozusagen keine Notwendigkeit der Markierung, weil es gibt eben nur einen Facebook, es gibt halt eben nur eine soziale Plattform, auf der ich unterwegs bin, oder eine Suchmaschine, unter der ich unterwegs bin, oder ein Besorgungsdienst für digitale und physische Produkte, der Amazon heißt. Also da habe ich auch nicht mehr sozusagen dieses Thema, ich brauche Orientierung im Regal, um den richtigen Griff zu machen, nicht vom Produkt enttäuscht zu werden. Also insofern funktionieren da diese Markenwelten einfach und diese Marketingwelten auch anders. Und oftmals wird ja Marke und Marketing miteinander irgendwie verwechselt. Das sind zwei völlig unterschiedliche Welten. Und das ist, glaube ich, so das Interessante an dieser Diskussion. Ich sah am Wochenende so eine Darstellung, die sagte so, Marke und Produkt, das ist eigentlich im Grunde zwei Seiten einer Medaille. Also auf der einen Seite halt die Marke und wenn man die Medaille dann umdreht, dann sieht man das Produkt. Würdest du dieser Darstellung zustimmen?
Also eigentlich eher nicht. Eigentlich eher nicht. Natürlich kann ich jedem Produkt, jedem physischen und nicht physischen Produkt auf dieser Welt sozusagen, kann ich eine gewisse Markierungsfunktion oder Markenfunktion ablesen und entscheiden und beurteilen, ob dieses Produkt jetzt schon eine Marke ist, mal eine Marke war, das Potenzial hat für eine Markierungsfunktion. Aber ich glaube, das sind völlig unterschiedliche Schubladen. Fokussiert, glaube ich, auch zu stark wieder auf das Thema Marke. Ja, also ich glaube, wenn man im digitalen Bereich Produkte entwickeln will, Dienstleistungen entwickeln will, sollte man mal mit dem Thema Marke nur als gedankliche Übung einfach mal sich ein paar Wochen nicht beschäftigen. Ja, als die Googles und die Amazon und die Facebooks und auch die Zalandos entwickelt wurden, konzeptionell und gebaut wurden, haben sich die Gründer nicht um Marke beschäftigt. Also sozusagen, da kam ihnen nicht das Thema Marke sozusagen als erstes in den Sinn. Ja, ich brauche ein Logo, ich brauch irgendwo auch eine visuelle Markierung. Aber am Ende des Tages entstehen Marken letztendlich in den Köpfen der Konsumenten im digitalen Bereich halt durch Nutzungssituationen und durch die Erfüllung letztendlich halt eines Dienstes und der Prozesssicherheit, mit der dieser Dienst dann am Ende des Tages halt auch erfüllt wird. Durch das zusätzliche Aufladen einer Abgrenzungsfunktion oder einer Kennzeichnungsfunktion zu anderen vergleichbaren Dienste, die das nötig haben, sozusagen sich zu markieren, haben in der Regel keine Chance auf Erfolg, weil diese Dienste gibt es ja schon. Ne? Also ich brauche keinen zweiten Instagram und ich brauche keinen zweiten Snapchat und ich brauche keinen zweiten Facebook und so weiter und so fort. Es ist einfach schon da. Also da nützt mir auch nichts, wenn ich diesen Dienst als Produkt kopiere und ein anderes Label draufhänge und das dann versuche kommerziell oder über Awareness und Marke sozusagen zu kommunizieren, das funktioniert in der Regel nicht. Ja. Zumal witzigerweise von den Marken, die du angesprochen hast, viele ja auch in der frühen Phase sogar unter völlig anderem Namen gestartet sind. Also Amazon hatte einen Namen, den ich schon wieder vergessen habe, der aber dann irgendwie zu Missverständnissen Anlass gab, deswegen hat Jeff Bezos das relativ schnell umbenannt. Zalando hieß am Anfang auch anders. Ja. Bei Facebook gab es noch Facebook am Anfang, bevor sie dann, also das ist ja auch eigentlich ein Beispiel dafür, dass es am Anfang überhaupt nicht darum geht, wie das Ding genau heißt. Und Facebook ist ja auch ein sehr generischer Name im Grunde genommen. Genau. Deswegen hat es ja kaum, also es ist ja erst Differenziator geworden durch das Produkt selber. Und das muss halt perfekt sein. Deshalb sagen wir ja auch in dem Thema Transformational Products, den Fokus wirklich sozusagen auf die Produkte zu legen und zu gucken, was für Nutzen kann ich mit dem Produkt am Ende des Tages generieren, den es so in der Form halt noch nicht gibt. Also mit welchem Nutzen kann ich mich in den Lebensalltag der Menschen hacken. Das ist am Ende der Fokus. Wenn ich das geschafft habe, dann kann ich mich irgendwann also auch mal über das Thema Marke sozusagen Gedanken machen. Aber es ist nicht das Erste, nicht das Zweite und es ist auch nicht das Zehnte, mit dem ich mich beschäftige, wenn ich Produkte baue. Ja. Wir hatten ja das Thema Co-Creation of Value schon gerade eben gehabt, dass die Wertschöpfung gemeinsam mit dem Konsumenten stattfindet. Ja. Beispiele hatten wir jetzt gerade einmal, das war so aus dem Autobereich, dann der Klassiker IKEA. Gibt es noch andere Beispiele vielleicht oder hat man noch? Wir haben natürlich sozusagen natürlich das gesamte, die Klassiker GAFA und dann können wir vielleicht nochmal auf das Thema Automobil zurückkommen. Also wenn wir uns die klassischen GAFAs anschauen, sozusagen, dann ist das ja eine Co-Creation. Also wenn ich mir Google sozusagen anschaue, dann funktioniert ja die AdWord-Mechanik nur dadurch, dass ich so zielgerichtete Werbung überhaupt ausspielen kann, indem der Nutzer den Intent, nämlich danach, wo er sucht, in die Suchmaschine eingibt. Das klingt total trivial,
Ist es aber überhaupt nicht. Auf diese Art und Weise getargete Werbung über den Intent letztendlich halt erstmal zu erkennen und dann in Echtzeit auszuliefern. Heute, 15 Jahre danach, sagt man, ist auch klar, aber es ist natürlich wahnsinnig intellektuell spannend für das Thema Co-Creation. Und heute ist ja im Grunde genommen die gesamte Google Optimierungskette, wenn ich SEO mache, dann optimiere ich natürlich seit vielen, vielen Jahren den Content, den ich kreiere, mein Angebot, letztendlich halt auf die Ranking-Logik von Google, soweit ich sie dann überhaupt verstehe. Ne? Aber und deshalb sind ja auch die Google-Suchergebnisse so gut, weil wir alle seit 10 Jahren in unserer DNA haben, wie wir Webseiten bauen, auch semantisch, dass Google sie halt gut erkennen kann, was ich damit gemeint habe mit meiner Webseite und sie dann entsprechend auch ranken kann. Also selbst der nicht kommerzielle Teil, sondern der gesamte organische Teil ist ja Co-Creation im Grunde genommen, nämlich des Webmasters oder desjenigen, der die Webseite betreibt, auf Google. Es ist immer ein symbiotisches Verhältnis. Genau, deswegen wollten sich halt die Verlage das auch gerne bezahlen lassen von Google. Bei Facebook, bei Amazon haben wir das Thema gehabt mit den Bücherrezensionen. Ja, also dass ich in der Lage bin, Buchkritiken zu haben und zu lesen. Und das war ja eines mit der Erfolgstreiber damals von Amazon. Die hatten ja nicht das größte Lektorat oder die größte das größte Redaktionsteam, um Produkte zu rezensieren. Aber die Rezensenten waren natürlich die Nutzer mit ihren Sternen, mit ihren Stars und mit den entsprechenden Texten. Und innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit war auf einmal Amazon, die keine redaktionelle Kompetenz hatten, keine eigene Redaktion, hatte den besten Content über Bücher. So, das ist auch ein ganz einfaches Beispiel. Und heute ist es natürlich so, dass wir eingewoben sind halt in Dienste, wo wir über Personalisierung sprechen und personalisierte Dienste, entsprechend auch natürlich ein Teil der Co-Creation sind. Also wenn ich mein Produkt personalisieren kann, dann habe ich heute eben andere Google-Ergebnisse als mein Nachbar. Ich habe ein anderes Facebook, einen anderen Facebook-Stream als mein Nachbar und so weiter und so fort. Und jetzt wird es natürlich dann spannend, weil wir jetzt in die Welt wieder der physischen Produkte reinkommen. Was ist denn eigentlich zukünftig die Experience halt beim Autofahren beispielsweise? Ja, ist es die Experience, dass ich Fahrfreude habe, dass ich einen durchzugsstarken Motor habe, dass ich einen Status darstelle von meinem Nachbar oder die grundlegende Experience, dass das Auto eben weiß, wenn ich in das Auto steige, wohin ich möchte und am Navigationsgerät quasi schon sozusagen meine Fahrt vorgezeichnet hat, vorkonfiguriert hat, dass ich meine Lieblingsmusik höre, dass ich den Podcast, den ich noch im Büro angefangen habe zu hören, im Auto ohne Unterbrechung weiterhören kann. Also da verlagert sich ja dann auf einmal die Experience eines Produktes. Und dann ist halt die Frage, wer kann denn das eigentlich am besten? Wer kann jetzt eigentlich am besten die Co-Creation? Ist es der Automobilhersteller oder ist es ein rein digitales Unternehmen? Und die Erfahrung zeigt halt, derjenige, der halt diese digitalen Schnittstellen und Interfaces am besten bewirtschaftet und dem diese digitalen Interfaces halt gehören, der wird am Ende des Tages den Großteil der Wertschöpfung für sich konzentrieren können und das meiste Geld halt verdienen und alle anderen werden eher zur Dumppipe. Und werden selber Schüttgut, also was früher noch Marke war sozusagen, wird dann, wenn andere Themen wichtiger sind für den Kundennutzen, für den Nutzernutzen, werden dann auf einmal Schüttgut, egal wie viel Markenwert in den letzten 10, 20, 30, 50 Jahren aufgebaut wurde.
Aber im Automobilbereich ist, glaube ich, diese Schlacht auch noch nicht entschieden. Also das, da kann man jetzt im Grunde so am offenen Herzen sehen, was da gerade passiert. Aber, oder würdest du sagen, jetzt eigentlich ist schon der Zug abgefahren, wir haben Apple CarPlay und das Google Pendant dazu? Ich glaube, der Zug ist noch nicht abgefahren, aber man sieht, wie schnell sich der Zug halt bewegt. So, und das ist halt extrem interessant zu sehen. Und da kommt ja im Automobilbereich jetzt fairerweise noch was Drittes halt hinzu. Und das ist halt das Thema autonomes Fahren, wo ja dann nochmal viele andere Themen, die ja auch so ein Autoerlebnis halt ausmachen, dann halt einfach verdampfen. Ja, also das Thema selbstbestimmt im Auto zu fahren, die Lust auch zu haben an der Beschleunigung, am Kurvenfahren und so weiter und so fort, wird ja dann, wenn das Pattern sein sollte, autonomes Fahren und wenn durch die Elektrifizierung des fossilen Antriebes auch da nochmal die alte Kunst des Motorbauens letztendlich halt ein Commodity-Produkt wird, weil ich nur noch 20.000 Kupferdrähte in eine Spule halt packen muss und fertig ist der Elektromotor, dann habe ich ja nochmal eine andere Form der Kommoditisierung sozusagen. Also dass der Verbrennungsmotor verschwindet, die Fahrwerksabstimmung brauche ich nicht mehr, weil die Batterien und die Akkus so tief liegen. Die Fahrdynamik erzeugt nicht mehr mein rechter Fuß, sondern eine Software, wo ich vielleicht noch ein paar Parameter einstellen kann. Also das bringt ja dann alles sozusagen eine andere Form des Fahrerlebnisses. Und dann werden andere Themen wahrscheinlich halt viel wichtiger. Und man sieht das ja heute schon in den jüngeren Generationen, die in Städten halt aufwachsen. Da wird vielleicht mal mit 18 der Führerschein angefangen, dann sieht man, oh, das ist ja was schwer, da muss ich ja was für tun. Dann lässt man das halt nochmal ein, zwei Jahre ruhen und vielleicht ich darf mit 19 sowieso noch keinen Carsharing-Dienst nutzen, erst mit 21, also mache ich den Führerschein dann erst mit 21, brauche kein eigenes Auto und so weiter und so fort. Also da ist ja viel, viel in Wandlung. Und insofern ist das halt eine super interessante Zeit. Und das ist ja nicht nur bei Automobilen so, sondern wir sehen das im Bankenbereich, wenn wir uns dort den berühmten Kontoauszug anschauen, auch da ist ja der Kontoauszug seit den BTX-Zeiten ja gleich, obwohl der Kontoauszug digitalisiert wurde. Kein Mensch druckt den mehr eigentlich auf Papier aus. Aber trotzdem ist ja der Informationsgehalt eines Kontoauszugs jetzt von den reinen Datum, Empfänger, Betreff und die entsprechende Seiteninformation. Da hat sich in den letzten 30 Jahren nichts verändert. Das ist ja noch BTX-Standard im Grunde genommen. So, und auch da bilden sich natürlich jetzt Startups wie N26, die versuchen da eine semantische Logik drauf zu bauen, was früher schon mal so 1:1 mit Quicken und Microsoft Money da war. Da musste ich aber letztendlich halt auf meinem einzelnen Kontoauszug oder auf meinem einzelnen PC im Grunde genommen die ganze semantische Information manuell dazugeben. Das war natürlich extrem zeitaufwendig, hat kaum einer gemacht. Aber noch eine genügende Anzahl, um diese Produkte ein paar Jahre am Leben zu erlassen. Aber jetzt habe ich natürlich durch die Aggregation in den Cloud-Diensten natürlich die Möglichkeit, also viele Zigtausende, Hunderttausende, vielleicht Millionen von Nutzern diese semantischen Mehrwertinformationen zu geben. Dann entsteht wieder ein zusätzlicher Nutzen für den Konsumenten. Und dass aber das Geld innerhalb von 3 Tagen von A nach B kommt, das ist nämlich zähneknirschend hin. Ich hätte eigentlich lieber in der Direktüberweisung in Echtzeit. Also ich glaube, das sind so die spannenden Diskussionen, die gerade geführt werden. Ja. Also beim Konto ist ja tatsächlich, im Grunde genommen habe ich ja da einen Hebel in der Hand, um einen großen Teil meines Lebens eigentlich darüber zu managen, weil es fließt ja im Grunde überall Geld und immer mehr fließt auch, sozusagen wird mit Karte bezahlt, also hinterlässt auf dem Konto irgendwie eine Spur. Und das, was du eben, die Beispiele, die du eben gebracht hast, könnte man ja theoretisch beliebig vermehren in alle möglichen Richtungen und darüber auch als Bank im Grunde Einfluss gewinnen auf ganz andere Bereiche des Lebens, wo bisher meine einzige Bankdienstleistung nur ist, dass ich das Geld halt von A nach B schiebe. Also das Potenzial ist natürlich für diese Wertschöpfung tatsächlich dann gigantisch. So eine Art Cockpit für meinen
für mein Leben eigentlich im Grunde zu haben, ähnlich wie ich das Smartphone ja als Fernbedienung für das halbe Leben schon mittlerweile habe. Da geht viel. Du sprichst davon, bei der Entwicklung von Transformational Products den Fokus auf ein wehrhaftes Produkt zu legen. Das klingt ja sehr martialisch. So richtig kann ich mir aber darunter nichts vorstellen, oder ich kann mir ein bisschen was vorstellen, aber die Frage ist ja eigentlich, was stellst du dir darunter vor? Ich habe den Begriff wehrhaftes Produkt mal gegoogelt, ich habe nichts gefunden. Insofern bin ich gespannt, das ist ja offensichtlich eine Neuschöpfung. Ein Produkt, eine Wortneuschöpfung. Ja, aber was ist damit gemeint? Das soll den Punkt nochmal auf die Wunde legen vieler Produkte, dass sie am Ende des Tages halt austauschbar sind. Und das passiert ja gerade schnell im digitalen Bereich, dass man Produkte baut, die man vielleicht schnell nachbauen kann. Produkte baut, die vielleicht nur ein Feature sind. Die sich also ohne große Probleme in andere schon bestehende Produkte, die Nutzer heute schon verwenden, einbauen lassen, dann brauche ich dieses neue Produkt ja nicht, sondern es ist, wie gesagt, es ist dann halt ein Feature, es ist dann auch immer die Autokorrektur in Word, aber ich brauche kein Autokorrekturprogramm. Ja, es ist die Spracherkennung, ist in meinem Betriebssystem drin, ich brauche kein Drag and Dictate mehr als separates Programm. Also da glaube ich, das ist das eine, was glaube ich extrem wichtig ist, also ein Produkt zu haben, was am Ende des Tages halt keine Feature-Eigenschaft hat. Und jetzt ist aber die Frage, wie kriege ich das hin? Und wir haben eben schon in der Diskussion gesehen, Marke ist es halt nicht. Also das war früher immer eine große Firewall, die ich um meine Produkte bauen konnte, um robuste Produkte zu haben, die nicht so leicht vom Wettbewerb angegriffen werden kann, dass ich sowohl im Luxury-Bereich, Status, denken wir wieder an Automobil, denken wir aber auch an Fashion beispielsweise, über Marke, über Kommunikation, eigentlich über Geld im Grunde genommen es schaffen kann, Produkte so zu inszenieren und so stark zu machen, dass sie eine Bastion werden. So, und dann ist es eine Trutzburg. Ja, dann, und das kann ich ja mit in diesen Industrien halt mit entsprechend viel Marketing-Dollars kann ich das erzeugen. Da kann ich mir solche Trutzburgen halt bauen. Apple ist im Grunde ja auch so eine Trutzburg. Apple ist, glaube ich, nochmal so ein anderes Thema. Apple ist ein Hybrid, was andere Probleme, glaube ich, mit sich bringt, können wir auch gleich nochmal diskutieren. Aber man hat sozusagen auf der Markenseite das Thema Status und auf der anderen Seite FMCG sozusagen der sichere Griff ins Regal. Also wie schaffe ich das halt, wenn ich vor einem Regal stehe mit 1000 Drogerieprodukten und 60 Deo-Rollern oder 40 Deo-Rollern, wie schaffe ich da eine Produktauswahl, wo ich nicht nachdenken muss? Und dann greife ich dann lieber sozusagen ins blaue Regal und dann habe ich eben Nivea sozusagen in der Hand. Also da hat Marke auch eine sehr starke Funktion. Und deshalb brauche ich in der physischen Welt, geprägt von Commodity-Produkten im FMCG-Bereich oder statusorientierten Produkten im Luxury-Bereich hat das Markenkonzept seine Berechtigung. Wenn wir in die digitale Welt gehen, dann funktionieren diese beiden Säulen eben nicht mehr. Es gibt keine Commodity-Produkte auf der einen Seite und es gibt auf der anderen Seite hat Status überhaupt nicht mehr diese Funktion. In der Plattformökonomie haben wir eine totale Egalisierung. Je mehr diesen Dienst nutzen, desto wertvoller ist er. Wir haben das Beispiel eben gebracht mit Car2Go. In der alten Welt war es vielleicht noch das Faxgerät. Ich der einzige Mensch mit dem Faxgerät auf der Welt, ist das Gerät einfach nichts wert. Also dort habe ich andere Effekte. So, was ist es jetzt konkret? Ich glaube, es sind drei Dinge, die ein Produkt wehrhaft machen. Es ist das eine, einen echten Nutzen im Alltag der Menschen darzustellen. Ich glaube, das ist erstmal das Wichtigste. Es muss irgendein ein Job erledigen,
dieses Produkt. Es muss irgendein Problem erstmal lösen. Und wenn ich das geschafft habe, dann kann ich alle möglichen Dinge sozusagen drumherum bauen, aber ich brauche erstmal sozusagen diesen einen Einstieg, irgendwas wirklich wegzuschaffen und zu erledigen. Also diesen Kernnutzen muss sicherlich ein wehrhaftes Produkt haben. Das Zweite, was ich schaffen muss, ist, ich muss einen gewissen Login einfach generieren, dass ich schaffe, dass wenn ich diesen Nutzen einmal erbracht habe, dass ich sicherstelle, dass wenn der Kunde das zweite Mal dieses Problem hat, dass er mich dann wieder nutzt und nicht einen anderen Service sozusagen, einen anderen Dienst nutzt. Und er muss so dargestellt sein und so relevant sein, dass ich eigentlich dass das Produkt und den Dienst, den ich generiere, das Potenzial hat, andere Dienste ranzudocken, um am Ende des Tages den Wert dieses Services zu erhöhen. Also wenn ich nur dieses eine Problem löse, Google-Suche beispielsweise, dann bin ich sicherlich über die nächsten 1, 2, 3 Jahre immer wieder relativ safe. Aber es ist sicherlich kein Modell, mit dem ich 10, 20 oder 30 Dekaden wehrhaft bin, sondern ich muss es schaffen, eigentlich einen immer größeren Teil des Aufmerksamkreises des Nutzers darzustellen mit meinen Diensten. Also ich brauche auch eben die Ambitionen, aus meinem Kernnutzen heraus zu wachsen. Dieses Potenzial muss man Ursprungsprodukt halt mitbieten. Das Dritte, glaube ich, ist das Thema Preis. Ja, es hört sich banal an, aber am Ende des Tages ist, glaube ich, dieser Preisvorteil in einer Welt, wo es eigentlich keine Transaktionskosten mehr gibt, den Anbieter zu wechseln, wenn der günstiger ist, komme ich in eine Logik rein, wo ich der günstigste sein muss. Ja, also entweder ist mein Produkt für den Endkunden for free. Ja, also das gilt ja erstmal sozusagen für die Googles und Amazons und Facebooks. Amazon, Quatsch, Google und Facebook. Amazon, da bin ich der Preisführer oder ich versuche der Preisführer zu sein und immer wieder eine Preispositionierung zu haben, die mir insbesondere in der Kombination mit Prime und sozusagen dem Erfüllungsversprechen des Besorgungsdienstes heraus, heute bestellt, morgen geliefert, heute bestellt, in einer Stunde schon da, so einen Vorteil zu bieten, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis am Ende des Tages halt immer unschlagbar ist. Ja, so. Ja, und den Marketplace, der jetzt auch nochmal zusätzlichen Preis total aussieht. Total. Also da hole ich mir im Grunde genommen ja den Feind auf im ersten Blick sozusagen ins Bett, sondern ich stelle ja die Preistransparenz selber dar. Ja, also dass Amazon einen immer größeren Anteil der Google-Produktsuchen oder der Internet-Produktsuchen sozusagen darstellt und Google da auch wehtut, ist natürlich auch dem geschuldet, dass ich eben den Markt bei mir halt darstelle. Ja, so, und dann, wenn ich als Amazon es schaffe, mehr Produktsuchen bei mir auf der Plattform darzustellen und abzuwickeln, dann bin ich einfach die beste Produktsuchmaschine und es ist nicht mehr Google die beste und größte Produktsuchmaschine. Das heißt, es ist für alle Marketplace-Teilnehmer effizienter, ihr Marketinggeld bei mir auszugeben. Das sehen wir ja in der gesamten Marketplace-Diskussion, dass es halt für die Händler und die Hersteller effizienter ist, ihr Marketinggeld halt bei Amazon zu lassen, entweder indem sie am Preis arbeiten oder aber, dass sie entsprechend bei Amazon direkt auf der Plattform Werbung machen oder dass sie externe Werbung machen, off-page, aber den Traffic direkt auf Google, auf Amazon lenken und nicht zu ihrem eigenen Shop. Amazon incentiviert das ja auch, diesen direkten Traffic sehr stark. Also es ist also sehr viel effizienter sozusagen, das Marketinggeld auf oder in Richtung Amazon im Grunde genommen halt zu lenken. Und insofern ist dieses Marketing-Marketplace-Modell von Amazon
Das kann man in ganz vielen Hinsichten, also grenzgenial. Ja. Wir hatten eben kurz beim Stichwort Apple, Trutzburg, Marke Apple, da hattest du gesagt, das ist ein Hybrid und da können wir nochmal kurz einhaken und da würde ich gerne nochmal einhaken, um das nochmal ein bisschen rauszuarbeiten. Also inwiefern Apple da eine Sonderposition eigentlich hat, eine Sonderrolle? Ja, also Apple ist insofern hat so eine Situation, weil Apple auf der einen Seite ein A der GAFAs ist und trotzdem nach anderen Regeln spielt. Also Apple ist halt viel, viel weniger erstmal ein Plattform-Player als die anderen drei. Das originäre Geschäftsmodell ist kein Plattform-Geschäftsmodell, sondern es ist ja ein Geschäftsmodell mit hochmargigen physischen Produkten, Geld zu verdienen, was die letzten 15 Jahre viel, viel besser funktioniert hat, als wir alle hier vor und hinter den Kameras oder vor dem Bildschirm das vermutet, sonst hätten wir alle in Apple-Aktien vor 15 Jahren, als sie bei 1,30 Dollar, glaube ich, standen, vor Split investiert. Es ist aber auch nicht mehr ein Status- und ein Abgrenzungsplay, was sie haben. Sie sind da immer so ein bisschen hin und her schwankend. Aber meine These ist, dass trotz des der Luxury-Orientierung von Apple in den letzten 2 Jahren, was jetzt den Auftritt der iconoklastischen Werbung angeht, was auch das Redesign der physischen Stores angeht, der schon viele Anleihen in Richtung Luxury hat, ist Apple trotzdem gezwungen, eigentlich ein demokratisches Produkt zu haben und in ganz breiten Bevölkerungsschichten einfach Erfolg zu haben. Deshalb glaube ich, ist Apple taugt es nicht sozusagen als Beispiel für einen Luxury-Brand, der sich über die Statusfunktion des Apple-Käufers sozusagen manifestiert. Sondern es ist auch das, aber eben nicht das Treibende. Es ist das Treibende immer noch der ganz starke Fokus auf Blockbuster-Produkte mit einer End-to-End-Denke sozusagen, was die User Experience angeht. Und insofern sind es in der Tat transformationale Produkte, die Apple herstellt. Das begann schon damals mit dem Apple II, es begann mit dem, setzte sich fort mit dem Mac. Es gab auch den einen oder anderen Fehlschlag in der alten Apple-Welt, natürlich mit dem Newton oder mit dem Ausstieg für eine ganze Dekade ja fast von Steve Jobs mit dem Next Computer, was auch im ersten Blick erstmal den ursprünglichen Wunsch, jetzt die Businesswelt zu revolutionieren, nicht funktioniert hat. Next wurde ja dann wieder von Apple gekauft, Steve Jobs kam zurück. In unseren iPhones haben wir heute alle einen Teil des Next-Betriebssystems ja noch. Aber letztendlich halt kam damals da halt der 98 mit Steve Jobs zurück, mit den quietschbunten iMacs, mit den transzendenten grün, blauen, brombeerfarbenen Hüllen. Ja, sehr popartig angelehnt, die ersten Blockbuster-Produkte, da mit dem iPod 3 Jahre später, mit dem iPhone und so weiter und so fort. Also dann ein sehr starker Glaube durch Blockbuster-Produkte, Märkte zu verändern. Und das hat ja ausgesprochen gut funktioniert.
Und in dieser End-to-End-Denke ist natürlich immer ein Stück Plattform drin, wie bei jedem Softwarehersteller natürlich eine Plattform-Denke immer da ist. Das heißt, ein Ökosystem zu bauen aus Geräten, Produkten, Services, die hintereinander nahtlos halt integrieren. So mit, hat aber nur bedingt funktioniert, muss man sagen. Wenn man sich die letzten Q3-Zahlen hier anschaut, dann sieht man ja, dass auf der einen Seite, der wachsendste, am stärksten wachsendste Bereich ist in der Tat der iTunes-Bereich, also wo die Erlöse für Apps und Musik und Videos und so weiter halt konsolidiert werden. Services, genau. Der wächst im Grunde genommen verblüffenderweise am stärksten. Also er kommt jetzt in so eine Dynamik rein. Obwohl objektiv gesehen Apple dort eigentlich am schlechtesten ist. Also das, was sie am schlechtesten können, ist eigentlich aktuell Software. Es gibt ganz viele Bereiche in der Apple-Software-Welt, die nicht gut funktionieren, die nicht gut weiterentwickelt werden. Die iCloud-Services ist ein ganz markantes Beispiel, aber auch viel, was im Bereich der Productivity-Tools passiert, im Bereich der Betriebssysteme. Also da merkt man, dass durch die Geheimnispolitik, meine These von Apple, es einfach nicht mehr schafft, genügend Talente zu attraktivieren, mitzuarbeiten an diesem System, was ja heute über GitHub und andere Konzepte ja sehr nach offen geht. Also ich will ja als Softwareentwickler, egal ob jetzt bei Google, Facebook, in einem Unternehmen arbeite, bei seiner Schreibe, wo auch immer sozusagen, will ich ja über das, was ich dort halt baue und auch publiziere, letztendlich mir als Entwickler selber Marke aufbauen, halt auch in der Community. Und ab dem Moment, wo ich jetzt Apple gehe, finde ich einfach nicht mehr statt. Ja, Firewall und alles Closed Shop. Ich glaube, das Konzept funktioniert am Ende des Tages nur noch bedingt, und das merkt man einfach in der Langsamkeit, gute Software sozusagen zu entwickeln in allen Facetten, und führt dazu, glaube ich, dass auf der Plattformseite Apple überhaupt nicht dasteht, wo sie eigentlich dastehen müssten für ihren Marktwert, den sie eigentlich haben, und für auch das Standing in der Branche, was sie eigentlich haben. Also da sind sie eigentlich viel zu schlecht. Deshalb ist Apple immer noch ein Phänomen. Das ist weder sozusagen ein klassischer Markenartikler, der sich jetzt über Status und Differenzierung sozusagen differenziert. Noch ist es auf gar keinen Fall FMCG. Noch ist es ein reiner Plattformanbieter, obwohl sie mit iTunes aktuell sehr stark wachsen. Vielleicht ist es halt wirklich das Rollenmodell für Transformational Products. Apple ist auf jeden Fall immer spannend. Da wird es auch noch eine Zeit lang bleiben wahrscheinlich. Und selbst dem sollte Apple jemals im großen Stil wieder in einen Niedergang kommen, wird es auch das spannend zu beobachten sein, weil sie natürlich von einer sehr hohen Plattform aus sozusagen dann abstürzen oder auch nach unten wandern werden irgendwann. Das werden wir dann alle noch weiter länger beobachten. Aber wir haben es ja bei Microsoft gesehen. Also die Hochphase von Microsoft ist ja auch lange, lange her. Wenn man dann erstmal diese Basis hat, dann kann das halt 10, 15 Jahre dauern, bis es dann einfach gar nicht mehr geht. So, und die nächsten 10 bis 15 Jahre sozusagen kann aber noch extrem viel mit Apple halt passieren. Deshalb gibt es, glaube ich, aktuell keine Gründe, Apple-Aktien zu kaufen, aber viele Gründe, weiterhin Apple-Produkte zu kaufen. Und auch Microsoft ist ja im Grunde wieder interessanter geworden, als es noch vor meinetwegen 5 Jahren war. Da hat sich ja auch schon wieder einiges getan in der letzten Zeit. Das ist das Schöne in unserer Branche, es wird nie langweilig. Das gilt auch für diese Interviews, zumindest was meine Person angeht. Erstmal vielen Dank für heute, und wir setzen das in Kürze fort. Danke, Mathis. Danke, Martin.